So, was geht ab, Freunde der gepflegten Unterhaltung? Wir haben letztendlich gesehen, Marktupdate gestern, eine impulsive Reaktion in diesen Orderblock rein. Wir sehen ganz klar im Daily, dieser Orderblock hat sehr gut gehalten. Wir haben aus dieser Reaktion, aus dieser Situation eine impulsive Reaktion gesehen mit einem Change of Character, mit einem kurzfristigen Breakout Structure. Wir haben im H4 einen kurzzeitigen Trendwechsel gesehen vom eher impulsiven Downtrend. Das ist wohl der Pinsel weg, wo ist er denn? Mann, Pinsel hier, ganz klar. High, low, higher, high, higher, low, lower, high. Würde ich eher sagen, das ist eher so ein Equal Low. Aber dementsprechend haben wir ganz klar gesehen, wir haben aus dieser Reaktion ein Strukturbruch. Wir haben das Low, das High, higher, low, higher, high, higher, low, higher, high. Und so weiter bis gestern. Ja, wir löschen ja alles. Oh, ich muss echt mal eine andere Farbe nehmen. So, zack. So, wie dem auch sei, nochmal kurz zu dem Daily. Was ich mir für heute gerne sehen würde oder was ich ganz cool fand gestern, dass wir dieses 158-800 Level gestern gehalten haben. Da habe ich auch den kurzzeitigen Buy-Trend mitgenommen und den Trade, ich glaube 0,6%, war nicht ganz so viel. Habe ich ein bisschen zu spät rausgenommen, wegen der 13.30 News gestern, aber ein Fehler. Was ich aber auch noch letztendlich bemerken würde, ist, dass wir an der letztlich gestrigen impulsiven Kerze sehr, sehr gut reagiert haben. Wir haben jetzt hier letztendlich am 61.8er Level eine schöne Rejection bekommen, was natürlich immer noch für die goldene Zone, der goldene Zone 61.8er bis 0,5er Level spricht. Was ich mir für heute wünsche und was letztendlich auch so aussieht, dass wir dementsprechend dieses High hier nicht brechen, sondern, wenn wir es mal so ziehen, uns in diesem Bereich hier aufhalten, im 0,5er bis 61,8er, also ungefähr hier, dass wir in dieses Level reinkommen. Von hier im Bereich, ich sag mal, jetzt haben wir es 8.08 Uhr, in der nächsten Stunde uns für diesen Sell vorbereiten, vielleicht auch den Sell mitnehmen können, indem wir die 160.997 rejecten, dann den Sell runternehmen können bis in diesen Orderblock hier rein und dann von hier aus eben ganz klar in den Buy gehen. Das wäre so die beste Idee, die ich heute hätte, denn für mich macht der erstmalige langfristige Sell keinen Sinn mehr, da wir schon extrem tief sind und auch wirklich eine perfekte Reaktion an den 0,5er Level haben des Orderblocks. Wenn ich das genau zeichnen würde, würde man es besser sehen. Wir sehen hier die rote Linie perfekt angetestet und es ist normalerweise so, wenn 50% des Orderblocks eben abgearbeitet worden sind, was hier eben gerade geschehen ist, dann ist die Position liquidiert, die Banken sind raus und es macht eigentlich erstmal keinen Sinn mehr, klar, sicherlich hier reinzukommen, aber dann definitiv nicht mehr für den Buy. Weshalb ich für mich erstmal sage, dass ich gerne kurzfristig gesehen, wie gesagt, diesen Sell hier runternehmen würde, so ein bisschen anschaulicher, den Sell hier runternehmen würde, in diesen Orderblock rein und von diesem Orderblock raus. Eventuell, je nachdem, werden wir schauen, inwieweit das auch im Interest da so vorhanden ist, wir, wenn wir uns hier platzieren sollten, vielleicht diese Imbalance erfüllen würden. Jetzt war mein Pinsel nicht da. Da war auch nicht. Text mal da. Diese Imbalance erfüllen würden. Weil das letztendlich natürlich ein Preisbereich ist, der irgendwo auch anhandelbar ist. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen tiefer, sehen wir letztendlich auch hier die Reaktion an dieser Zone gestern, an dieser. Das Support Zone hat letztendlich eine extreme impulsive Reaktion dargestellt, die auch hier teilweise schon wieder gefüllt wurde, deren Imbalanzen. Wir haben hier die Highs abgegriffen und sind trotzdem immer weiter gestiegen, was letztendlich für enorme Liquidität, für einen enormen Liquiditätscluster spricht. Schauen wir uns das Volumen an, sehen wir hier ganz klar steigend fallend. Ja. Was letztendlich aber auch für uns nochmal das Indiz ist oder das Zeichen ist, dass wir definitiv nochmal in diese Zone reinkommen wollen, um definitiv die restlichen Positionen mitzunehmen, gegebenenfalls auch die ehemaligen Sell-Positionen, die ehemaligen Buy-Positionen noch zu liquidieren. Schauen wir uns die fundamentalen Sachen für heute an, sehen wir letztendlich, ist es super entspannt, viele gelbe Sachen, eine rote, 15 Uhr, Prelim, UOM, keine Ahnung, habe ich selten gehört, ist selten irgendwie krass ausgefallen, hat selten einen Impact auf den GBP/JPY genommen, da es ja auch die US-Dollar-News ist. Und vergleichen das Ganze mal mit dem ökonomischen Kalender
Von investing.com sehen wir, dass wir ebenfalls heute nichts wirklich anstellen. Klar, CPI Euro könnte dolle werden, weiß ich gar nicht, warum das hier nur gelb ist. Da sieht man eben, wie sich die jeweiligen Kalender da über die Events streiten, was die Ausgabekräftigkeit der ganzen Sache anbelangt. Letztendlich ist es aber so, ich für meinen Teil, auch im Euro wird für den GBP/JPY nichts viel passieren. Wie schon gesagt, kurzfristiger Sell, langfristiger Buy. Unternehmen schauen, wie wir letztendlich hier oben an diesem Orderblock reagieren, wie wir vielleicht über dem Level reagieren, ob wir vielleicht hier die Highs liquidieren wollen. Das ist eben die Sache, die wir heute Abend sehen.